Bast, haut ab! Rüdiger, Günther, kommt mit, das ist ein Notfall! Boah, dann mach ich sowas von fertig, ey. Du hast dich mit dem Falschen angelegt! Willkommen zurück zu einem weiteren Tag am Zoll. Das ist, ich glaube, mittlerweile mein dritter Tag hier an der Grenze. Zu meinen Aufgaben gehört das Überprüfen von Fahrzeugen, das Beschädigen von Fahrzeugen und die Bedrohung von unschuldigen Zivilisten. Letzterem bin ich besonders gut. Heute wartet ein weiterer, anstrengender Tag auf uns. Das heißt, ich brauche höchste Konzentration von jedem von euch. Ach, Rüdiger. Moin. Ah, der Erste. Hopp, 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 hopp. Schneller. Oh, wie lange die Schlange da schon ist. Morgen. Was haben sie denn hier geladen, hä? Oh, gucken wir uns das mal an. Oh, ich habe noch gedacht, irgendwie das riecht ganz komisch. Aber es ist ein Dokument für diese Toilette, hä? Was soll ich? Ich komm da nicht hoch. Bist wohl ein ganz komischer, hä? Ah, bald nicht mehr. Was hat denn der geladen, der Tomatenkopf? Reinigungsmittel, Gasherd, Chemikalien, Toilette, 17 mal Zement und 2 Kühlschränke. Tja, mit dieser Liste bin ich letztens für meine Oma einkaufen gegangen. Aber meine Pflicht ist es, das jetzt zu überprüfen. Ich habe hier nämlich mein streng geheimes Überprüfungsgerät. Dann zählen wir mal. 17 mal Zement, einmal Kühlschrank, eine Toilette. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich hier noch Sachen reindroppen? Oh, was haben wir denn hier? Der hat Kokain geladen. Raus aus dem Wagen. Er will abhauen. Halt ihn auf. Ach, war doch nur ein kleiner Spaß. Jetzt machen sie sich nicht so. Ich muss meine Frachtliste korrigieren. Ein Idiot. Perfekt. Schönen Tag noch. Vor allem hinten. Hey, hinten ist offen. Halt. Stopp. Ist auch egal. So, der Nächste. Rambazamba. Hopp, 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 hopp. Das war unser Begrüßungsgeschenk. Einmal aussteigen, bitte. Hören Sie, ich weiß, dass ich nicht der Größte bin, ja? Sie brauchen mir das nicht immer unter die Nase zu reiben. Ah, danke. Sie haben radioaktive Materialien geladen, hä? Ah, ja. So, das nehme ich mal mit für, später. Wo habe ich das hingetan? Ich habe einfach eine Tonne Atommüll. Was deutsche war das? Morgen, Günther. Ah, hier! Ja, der Rüdiger, der passt drauf auf, ne? Ah, Rüdiger, ja, wir wollen wieder einen ordentlichen fangen, ne? Wenn der Chef schläft, stülpen wir die ihm über den Kopf. Oder wir nehmen einen Löffel davon raus und schütten es in sein Müsli rein, ne? Ach so, warte. Wisst ihr was? Wir nehmen direkt alles. Hier, Dankeschön. Betrachten wir das als Zollabgabe, ne? Dankeschön für deine Spende. Komm gerne wieder. Der Nächste! Oh, bin ich heute gut drauf. Oh, wieder 0815-Fahrer, hä? Steigen Sie mal bitte aus. Ja, das ist notwendig. Sieh an, Sie haben Gepäck an Bord. Müssen wir leider beschlagnahmen und uns das mal anschauen, ne? Rüdiger, der hat Socken! Können wir doch brauchen, oder? Was haben wir hier drin? Also, ernähren Sie sich von Unterwäsche oder warum haben Sie 3 Koffer damit dabei? Noch mehr Unterwäsche. Also, jetzt reicht's langsam. Jetzt kommt noch der ultimative Drogentest. Gucken Sie jetzt genau zu. Okay, hier ist schon mal nichts drin. Ey, gehen Sie aus dem Weg. Ich muss die Reifen durchsuchen. Gehen Sie bitte aus dem Weg. What? Hey, dafür kann ich nichts. Es kann doch nicht sein, dass ich Sie einstelle und Sie an Ihrem dritten Tag jemanden abstechen. Ich meine, das Bewerbungsgespräch war schon eine Sache für sich. Ich gebe es zu, ich hätte Sie da nicht einstellen dürfen. Aber wegen Ihnen habe ich wieder die Kacke am Dampfen. Ja, okay, aber... Nein! Kein Aber! Wir haben schon ein schlechtes Image wegen dem Kollegen Foxy. Sie wissen genau, was passiert ist und das will ich vermeiden. Und wenn Sie mir damit kommen, dass Sie wieder jemanden abgestochen haben, dann raste ich auf! Ah. Boah, Rüdiger, du wirst gar nicht glauben, was passiert ist. Na, der Chef, der hat mich gerade so zur Schnecke gemacht. Das glaubst du nicht.
Guck hier, hängt sogar ein Bild von ihm. So, der Nächste. Zum Glück wurde ich nicht gefeuert. Tja, aber ich bin halt auch der Beste hier. So jemanden feuert man auch nicht. Weniger labern, mehr liefern bitte. Steigen Sie erstmal aus. Ich entscheide danach, ob ich Sie begrüße. Was ist denn das für ein Schrottgefährt? Da riecht es ja förmlich nach illegalen Aktivitäten. Gut. Dann schauen wir uns das mal an. Was haben Sie denn mitgebracht für uns? Oh, nice, ein Kühlschrank. Wie aufmerksam von Ihnen. Unser Kühlschrank hier, der funktioniert schon seit einer Weile nicht mehr. Was haben wir hier noch? Düngemittel. Na, das können Sie behalten. Damit können wir nichts anfangen. Sie haben aber ein paar Platten, ne? Das wäre jetzt wirklich schade, wenn Sie noch mehr Platten hätten. Bin mal gespannt, wie Sie damit wegkommen wollen. Wir geben Ihnen wenigstens die Sachen zurück. So schlimm ist es ja nicht. Ja, ja, gleichfalls. Der Nächste! Boah, was haben Sie denn dabei? Warte, das will ich mal angucken. Was ist das? Oha. Was wollten Sie denn damit, hä? Irgendjemanden umbringen bestimmt. Naja, was soll's. Feier ich. Passen Sie einfach auf, dass Sie nicht auflegen, ja? Schönen Abend. Ist immer noch jemand hier. Was ist denn hier los? Ist zu spät. Sorry. Wir nehmen keine Leute mehr an. Drehen Sie bitte um. Also ich hau mich jetzt aufs Ohr. Gute Nacht. Ihr fragt euch vielleicht, woher ich diese ganze Energie nehme für diesen Beruf. Das liegt einfach an meinem wunderschönen 5-Zimmer-Loft-Dachboden-Apartment. Hier schläft es sich einfach richtig, richtig gut. So, da warten sie ja schon wieder Schlange. Tut mir leid, Leute. Ich habe ein bisschen ausgeschlafen heute. Was? Sie warten schon seit 3 Stunden hier? Boah, mein Beileid. Was in Ihre Haut will ich nicht stecken. Haha, da kommen Sie mal, Sie Arschgeige. Sorry für den Kraftausdruck, ich meinte Hinternvioline. Dann wollen wir mal, ne? Nehmen wir mal alles hier raus. Und Sie können schon mal weiterfahren, glaube ich. Oh, warte. Ihre Sachen brauchen Sie noch zurück. Hey, Rüdiger, helf mir mal kurz. Scholle. Nein, du kriegst später deine Schorle. Der Nächste. Also langsam sind hier wieder einige Langweiler unterwegs, merke ich schon. Es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Spannung zu sorgen. Yo! Hast du einen Termitenhügel mitgenommen? What the fuck ist das? Wie der auch guckt. Ach, das soll Kies sein. Hey! Was? Was? Der haut ab! Rüdiger, Günther, kommt mit! Das ist ein Notfall! Schnauze, wir müssen los! Lichter aus! Sirenen an, Motor starten! So muss das. Der ist schon fast weg, aber jetzt komme ich. Boah, der kann was erleben, ey. Da vorne ist er, der Scheiße. Boah, dann mache ich sowas von fertig, ey. Du hast dich mit dem Falschen angelegt. Komm her mit deinem Termitenhügel. Scheiße. Da hat ein Baum dahin gepflanzt. Ey, anhalten. Mann, warum funktioniert das nicht? Oh, wenn meine Karre nicht so schrottig wäre und gefühlt 10 PS hätte ich schon längst eingeholt. Boah, den hole ich jetzt. Jetzt hole ich ihn. Pass auf. Angriff! Hongar! Oh, du entkommst mir nicht, Junge! Oh, Scheiße! Oh, jawohl! Mach weg! Mach kaputt! Oh. Ah. Komm her, du Junge! Komm raus! Du wurdest befördert. Ich habe ihn umgebracht. Was ist das für ein Spiel? Was ist da gerade passiert in den letzten 5 Minuten? Das hat eigentlich gar nicht so spannend angefangen. Das waren voll die harmlosen Fälle. Irgendwelche Leute, die Äpfel über die Grenze transportiert haben. Und da kommt einfach so ein Typ. Fährt durch. Ich fahre ihm hinterher. Ich steche ihn ab. Auf die unmenschlichste Art und Weise. Und ich werde befördert. Oh. Ja, hallo. Ich glaube, Sie... Wie wäre es, wenn Sie umdrehen? Hey, Günther, hast du gesehen? Also, hast du schon gehört, hä? Da habe ich da jemanden total fertig gemacht. Oh. Oh, scheiße. Ich glaube, das ist der Chef. Ja? Ja, Kollege. Sie wollen mir also sagen,
dass sie schon wieder Sorry, ich hab's schon wieder gemacht. Ich hab schon wieder jemanden abgestochen. Ja, okay. Ich weiß, was sie für ein Typ sind. Ich muss damit klarkommen. Ich kann sie leider noch nicht kündigen. Gehen Sie einfach zum Sägewerk. Da gibt es irgendeinen Drogendeal. Bitte, bitte versuchen Sie nicht, jemanden abzustechen. Einfach die Sache zu regeln. Wieso bist du? Ey, was ist denn jetzt eigentlich hier los? Was geht denn auf einmal ab? Vor 5 Minuten habe ich noch Apfelkisten sortiert und kontrolliert. Oh, hallo Rüdiger. Ich bin bereit für meinen Einsatz. Ich werde diese Zolldienststelle mit Stolz erfüllen. Und sonst so bei dir, Rüdiger? Passt alles? Hä? Rüdiger. Ich hab dich was gefragt, Kollege. Du hast mich abgelenkt, weil du nicht antwortest. Ich find's einfach toll, wie er so richtig angespannt da sitzt. Der hat wahrscheinlich gerade die Angst seines Lebens, weil er bei mir mitfahren muss. Irgendwie tut er mir schon leid, der Rüdiger. So. Hier sind wir auch schon. Nie da to uwarić. Starszyna Gavrilov, estio zazdro kryminalov. Aczni ta aralać. Ajo madro, uswiadomica inspektora, ili incidienty. Genau meine Meinung, Rüdiger. Oh jo, alles klar. Was geht denn jetzt ab? Moment mal. Ja, Alter, Junge, ich muss meine Waffe ausrüsten. Ich muss meine Waffe doch ausrüsten. Meine Waffe nicht ausriss. Was? Das war das Spiel. Das war das Spiel. Nee, das akzeptiere ich nicht. So, diesmal rüste ich die Waffe direkt aus. Weißt du, das ist halt auch geil. Die lassen sich erstmal so 10 Minuten in der Gegend rumfahren. Und dann kommst du da an und wirst über den Haufen geschossen. Was denkst du dazu, Günther? Rüdiger. Müller, ja, was auch immer. Ist ja echt eine Scheiße, ne? Das schreit ja auch ganz klar nach einer Lohnerhöhung. Muss man auch einfach mal so sagen. Okay, gut. Versuch Nummer 2. Ajo madro, uswiadomica inspektora, ili incidente. Okay, okay. Boah, spannende Musik. Komm schon, stirb! Hab einen! Ich weiß nicht, ob ich... Ja, komm! Wow! Was war... Okay, alles klar. Ich glaube, das kann man nicht gewinnen. Was für ein bescheuertes Ende, ey. Also, ganz im Ernst. Ich habe es gerade noch ein paar Mal probiert. Du kannst halt nicht gewinnen. Das ist das Problem. Du wirst jedes Mal erschossen. Aber ist auch egal. Man muss ja nicht immer gewinnen im Leben. Kann man gar nicht. Kann man gar nicht. Was ihr aber gewinnen könnt, sind 7 Jahre Glück, wenn ihr bei diesem Video einen Daumen nach oben und ein Abo dalasst. Also, vielleicht. Links kommt ihr zu meinem neuesten Video, rechts kommt ihr zur letzten Folge von diesem crazy Spiel und dann sieht man sich beim nächsten Mal.